Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Wachtelkanal. Heute erklären wir dir, was eine Wachtel ist und was du über sie wissen solltest, kurz zusammengefasst. Falls du noch genauere Fragen hast, schreib es uns doch gerne in die Kommentare. Und jetzt geht's los. So, fangen wir an mit dem ersten Punkt. Und zwar, was sind Wachteln überhaupt? Wachteln sind Hühnervögel, es sind die kleinsten bekannten Hühnervögel und sie leben am Boden. Der wissenschaftliche Name von den Wachteln ist Coturnix. Eine Wachtel wird im Schnitt 3 bis 6 Jahre alt und ist ungefähr 20 cm groß. Jetzt macht Roman weiter. So, jetzt mache ich weiter. Es gibt ungefähr 100 Arten von Wachteln, aber in diesem Video konzentrieren wir uns auf japanische Legewachteln. Die japanische Legewachtel hat viele Fressfeinde. Ein paar davon sind Ratten, Krähen, ein Dachs, Füchse, Marder und so weiter und so fort. Jetzt zeigen wir euch einmal ein Bild und erklären euch ein bisschen was dazu. So, hier sehen wir jetzt einmal das Bild, wie angekündigt. Dort sieht man die Wachtel, was alles in ihr drinsteckt. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit dem Kropf. Das ist nämlich das, ihr seht es ja, wo das liegt. Und das dient zur Zwischenlagerung, damit die Verdauung funktioniert. Es wird dort, die Körner werden zwischengelagert, weil Hühner und Wachteln durchgehend fressen. Es regelt außerdem den pH-Wert, damit die Verdauung halt einfach besser funktioniert. Machen wir weiter mit dem Muskelmagen. Das ist einmal sehr wichtig für die Wachteln, da sie haben ja keine Zähne. Deswegen fressen sie immer kleine Steinchen, Grit nennt man das. Dann findet halt in diesem Muskelmagen die Zerkleinerung der Körner statt, weil sie halt keine Zähne haben. Dann schauen wir uns einmal die Kloake an. Ihr seht, dort geht einmal der Ausgang des Darms raus und der Eileiter, das heißt Wachteln, koten und legen Eier durch dasselbe Loch ab. Das heißt, wenn eine Wachtel einen Legedarmvorfall hat, dann kann sie auch nicht mehr koten. Und ja, das ist halt natürlich alles nicht so schön. Gibt es nicht mehr viel Besonderes. Und jetzt machen wir weiter mit dem richtigen Video. So, das war eine kleine Erklärung zu dem, was in einer Wachtel drinsteckt, sage ich jetzt mal so. Und als nächstes klären wir, woher sie kommt. Also die Wachtel kommt aus Nordafrika und wurde erstmals im 16. Jahrhundert entdeckt. Die Paarungszeit der Wachteln liegt im Mai und dauert 18 Tage. Man kann auch Wachteln künstlich brüten, dafür braucht man einen Brüter. Dort dauert das auch 18 Tage. Und die Eier müssen natürlich vorher von einem Hahn befruchtet worden sein. Und jetzt macht Felix weiter. So, machen wir weiter mit dem nächsten Thema und zwar, was brauchen Wachteln überhaupt? Wachteln brauchen erstmals ein spezielles Wachtelfutter. Das kriegt ihr entweder aus dem Wachtelshop oder aus einer Tierhandlung in eurer Nähe. Außerdem brauchen Wachteln natürlich Wasser zum Trinken und ja, sie brauchen eigentlich keine spezielle Temperatur jetzt direkt. Sie halten nämlich bis zu minus 20 Grad Kälte aus und es kann eigentlich auch relativ warm sein. Außerdem braucht eine Wachtel ca. 0,25 Quadratmeter Platz, das heißt, du kannst auf einem Quadratmeter ganze 4 Wachteln erhalten. Das ist jetzt natürlich das Maximale. Ich würde eher empfehlen, dass man so auf einem Quadratmeter maximal 3 Wachteln hält, am besten 1 bis 2. Außerdem brauchen Wachteln noch viele Verstecke, da sie sehr, sehr scheu sind und außerdem die Eier eher in Verstecken legen würden als irgendwo draußen. Außerdem braucht man Pflegeprodukte für die Notfälle und ja. So Leute, jetzt kommen nochmal 3 Fakten über die Wachteln. Wir fangen direkt an mit dem ersten Fakt. Und zwar ist der erste Fakt, dass Wachteln kleine Kannibalen sind. Das heißt, wenn die Wachteln jetzt erstmal kein Futter kriegen oder es denen einfach nicht gut geht, also vor allem wenn die kein Futter kriegen, dann töten sie sich tatsächlich gegenseitig. Dann suchen die sich das schwächste Glied aus der Gruppe aus, töten es und verspeisen das dann tatsächlich. Und machen wir weiter mit dem zweiten Fakt. So, der zweite Fakt bezieht sich auf die Wachteleier. Sie sind zum einen viel gesünder als Hühnereier, da sie keine Salmonellen besitzen und viel mehr Vitamine haben.
Dann sind 4 Wachteleier, 4 bis 5 Wachteleier ungefähr so groß wie ein Hühnerei. Und ja, jetzt kommen wir auch schon zum dritten Fakt, dass Wachteln halten gar nicht mal so teuer ist. Das heißt, das Wachtelfutter ist nicht so unfassbar teuer, wie man denkt. Und sonst braucht man eigentlich nur noch Einstreu. Da kann man natürlich entscheiden, ob man teures Einstreu nimmt, ob man billigeres Einstreu nimmt. Und ja, deswegen kommt man so auf bei jetzt 10 Wachteln, die wir haben, bei ungefähr 20 bis 30 Euro Unterhalt im Monat. Viel mehr ist das auch gar nicht. Natürlich könnt ihr euren Wachteln noch ganz viele andere tolle Sachen zur Verwöhnung kaufen. Dann wird das natürlich viel, viel teurer. Und ja, das war's auch schon mit dem Fakten. So, das war's auch schon mit unserem Wachtelvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten euch außerdem zur Wachtelhaltung anregen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Abonniert gerne diesen Kanal, lasst vielleicht ein Like da und ciao.